is a pipa. Hulle het 'n katille op. Stikkie daar soms snel of daar tot rum swinde. Jo, sien wat se mal en gries zegt die boom. Ja, eindelijk heb ik een pieper gezien. Leider heb ik mijn digitaals onderwischt. Ik ben hier jetzt, da vorne is die Leiter. Hinter ons, was du seht. Da is aber so ein kleines Teichel angelegt. Da heb ik den Pieper jetzt auch gesehen. Aber ich wollte hinten jetzt durch, komme aber nicht. Alles sumpfig. Ich muss eine kleine Runde um den rennen. Vielleicht erwische ich den nochmal. Ja, schauen wir mal, wie ich komm. Ja, der war jetzt unmittelbar von mir. Jetzt ist er gleich angehört, wie er mich gesehen hat. Sicher gedacht. So, jetzt bin ich auf der Vis-a-vis-Seite. Da drüben waren wir zuerst, wo ich ihn gesehen habe, wo er untertaucht ist. Ja, schauen wir mal, was ich noch mit blicken lasse, wo er so geschickt ist. Die dürften verdammt gut hören. Ja, da drüben war ich zuerst, aber dann habe ich gemerkt, da kann ich nicht durch. Wir müssen wieder die Runde da hinter mir da rein. Ja, ich glaube, die reagieren auf Vibrationen. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich vertschüsst in seinem Bau. Es ist wurscht, ich gehe jetzt weiter runter zur Leiter. Ich bin aber in einem kleinen Spaziergang da. Schade, ich hätte ihn so gern gesehen. Junge. Na ja, gehen wir weiter. Ah, viel Wasser ist da nicht drin, schätze auf einen halben, dreiviertel Meter vielleicht. Vielleicht einen Meter, aber schieß echt. Ja, und ich möchte ein bisschen auf den Weg ganz gemütlich entlang gehen. Gar nichts Weltbewegendes. Wurscht, wo man hinschaut, da drüben oder da herum. Ich will halt Biberrutschen. Da dürfte es ein bisschen tiefer sein. Da sieht man ein paar Fische um den Zischen. Schön da. Ja, da haben sie einen Astl im Boden gesteckt. Ja, da drehen wir. Löcher sind. Ja, das da drüben ist sicher künstlich angelegt. Das ist nicht normal. Ja, man soll der Autolärm nicht wahr, war das eine schöne Gegend. Richtig idyllisch da. Ja, wie gesagt, der Autolärm, der nervt den. Draußen rennt er fast parallel. Da wieder, schaut euch das Loch an, was da mitten am Weg ist. Ja, Wahnsinn, schaut euch das an. Ich kann mir vorstellen, dass das die Biber ausgehöhlt haben und irgendwann ist das Ganze eingestürzt. Wahrscheinlich. Schaut, die Biber rutschen nicht geil aus. Einfach nur super, die haben so viele Versteckmöglichkeiten da. Hammermäßig. Jetzt habe ich schon geglaubt, der Biber dabei. Fördern, ein Holzstickel. Ja, so kann man sie täuschen. Ja, jetzt bin ich 4 Kilometer schon gegangen. Ja, was Aufregendes habe ich nicht gesehen. Ein Käfchen hätte ich gern gehabt, aber da ist alles staubtrocken. Ein bisschen gefährlich. Ja, da sieht man ja sämtliche Zuflüsseln. Dazu leid, das ist alles auftrocknet. Und da haben die Lagerhackler auch ein Lagerfeuer gemacht. Da vorne war ein angeschnittener Baumstumpf. Ah, ich glaube, den werden wir einverleiben. Ich gehe da jetzt noch ein Stück vier. Ich habe da vorne noch eine Brücke gesehen. Und ja, und dann drehe ich um, was so ist. So, da ist der Wald jetzt quasi aus. Da ist auch die nächste Ortschaft. Und da hinten haben wir die Brücke, die wir zuerst gesehen haben. Ja, da drehen wir jetzt wieder um und gehen einfach wieder
Hey du, willst du erinnern bei der Hagerfeuerstelle? Und ich denke, ich werde mich da den Baumstumpf einverleiben. Ja, ich denke, so kann man nicht viel passieren. Mache ich den da auf den Holzstamm und geht schon. So, richten wir es her, weil jetzt habe ich schon solche Zeit wieder vom Kaffee. Ja, ich habe heute wirklich nur das Notwendigste dabei. Ich habe wieder meinen kleinen Dachs dabei. Und natürlich ein Spiritus. So, dann habe ich von einem anderen Brenner, das ist so ein Einsatz noch, den werden wir drunter legen, stellen wir das drauf, da kommt der Dachs rein, dann habe ich so ein Lüftergitter von einem PC, das passt da super drauf, Tasse drauf, dann mein Titan-Windschutz drüber und das war's. So, gehen wir es an. Entzünden wir mal an. Jawohl. Perfekt. Kaffee drauf. Windschutz. Und los geht's. So, jetzt gibt's wieder so ein Fertigkäffchen. Das muss reichen. So, Freunde. Ja, wie gesehen, habe ich da hinter mir auf dem Weg ganz schön viel Radlverkehr. Naja, später haben wir es nicht überhaupt. Aber es ist 3:30. Ja, kein Wunder, da werden schon etliche daheim sein, Freitag ist. Ja, aber wie immer, das sterben wir jetzt nicht. Meine Krankensaison, ihr wisst das, seid immer wieder in meine Gedanken, die ersten gesund werden und der Rest aufpassen auf euch. Prost! Ja. Ja, man hört es auch am Verkehr, ist ganz schön was los da daneben, Traktoren und alles unterwegs. Ja, aber das macht nichts. Den genieße jetzt den. Das Kaffeetscherl und dann gehe ich wieder retour. Sollte in einer Stunde retour sein. Also. So, das war's einmal wieder. Packen wir wieder rein. Das Platzl sage ich noch, aber da ist eh nichts passiert und dann gehen wir. So, da ist nichts passiert und wir gingen da wieder vier raus am Weg. Ja, Freunde, ich bin jetzt am Weg retour. Da wird es ja nicht mehr weiß gut was ausspielen. Das habt ihr gesehen, da trage ich jetzt die Kamera an. Ich schaue dann noch zu dem Biber hin, wo ich ihn gesehen habe und dort melde ich mich dann nochmal. Also bis später. So, ich habe da jetzt wirklich eine Viertelstunde gewartet, aber da drüben schwimmt er. Das ist eben der digital zum Auftrag. So sieht man wahrscheinlich leider gar nicht. Ja, da ganz beim Schiff ist er jetzt. Jetzt schwimmt er wieder davon. Da ist noch einer. Das ist er untertaucht. Ja, da sind jetzt ein paar Leute gekommen. Schauen wir nochmal, wer hier schwimmt, aber. So circa in der Mitte vom Bügel ist er. Ja, das ist einer, der hat sich ganz kurz bewegt jetzt. Der liegt oben auf der Insel. Jetzt hat er sich wieder kurz bewegt. So, ich schaue jetzt nochmal zum Automat um, ob ich den einen von der anderen Seite noch erwischt. Und wenn nicht, lassen wir es gut sein. Ja, leider, der dürfte weg sein. Da ist er jetzt.
Genau, Dynamiten. Jawohl, endlich einmal mehr. Jetzt kommt der zweite auch noch neben der Insel. Jetzt sind sie zu zweit dort. Ah, lieb, super geil. Das nächste Mal brauche ich es zum mit, unbedingt. Ja, was soll's, ich nehme übrigens nicht drauf. Die bleiben natürlich auf Distanz. So, jetzt gehen wir zum Auto und fahren wir heim. Das war wenigstens ein Erlebnis.